Hier noch einen Hinweis, bevor wir zur Podiumsdiskussion kommen. Für die Podiumsdiskussion haben wir bewusst auch Persönlichkeiten mit Meinungen eingeladen, die von unserer Auffassung abweichen. Ich bitte Sie, auch diesen Personen mit Respekt zu begegnen und sie nicht etwa auszupfeifen. Es gehört viel Mut dazu, und das meine ich ernst, es gehört viel Mut dazu, sich quasi in die Höhle des Löwen zu begeben. Und das sollen wir entsprechend honorieren. Im Gegensatz zu anderen Gruppierungen legen wir Wert auf einen offenen Diskurs und lehnen Ausgrenzung und Zensur ab. Ich danke Ihnen dafür. Für die Leitung des Podiums begrüße ich herzlich Dominik Feusi. Ist da Meti da? Ja. Meti. Dann begrüße ich vom Podium Herrn Ständerat Thierry Burkhardt, Präsident der FDP der Liberalen Schweiz. Herzlich willkommen. Und dann begrüße ich Nationalrat Roger Köppel ganz herzlich. Herr Köppel muss uns um spitz 14:30 oder verlassen, dann würde Altbundesrat Blocher deinen Sitz übernehmen und weiterfahren. Vielen Dank. Danke. Danke. Frau Ameti verspätet sich, aber wir beginnen mal, sie wird dann später zu uns stoßen. Damit übergebe ich Dominik Feusi das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Schön sind Sie alle hier in dieser wunderbaren Halle. Es gibt ein bisschen ein chaotisches Podium, Sie haben das gehört. Jemand fehlt noch, andere sind doppelt hier. Aber wir werden das so über die Bühne bringen, dass Sie etwas mitbekommen von den Meinungen und auch, dass Sie einen gewissen Unterhaltungseffekt haben. Dafür können wir, glaube ich, alle ein bisschen sorgen. Ich möchte nach diesem Referat aus rechtlicher Sicht jetzt die politische Debatte führen. Und in diesen letzten 14, 15 Monaten gibt es immer wieder Fragen, was genau denn mit Neutralität vereinbar sei, was geht, was nicht geht. Und ich werde versuchen, das ein bisschen zu sortieren, herauszufinden, ja, was sollen wir denn dürfen, wenn wir neutral sind? Und da Roger Köppel eben bald gehen muss, frage ich ihn einmal, was sollen wir denn dürfen und was sollen wir nicht dürfen? Zum Beispiel die berühmte Weiterleitung von Waffen, die wir vor 15 oder 35 Jahren geliefert haben. Munition oder irgendwelche Oerlikon-Bürle-Kanonen. Weiterleiten oder nicht? Grüezi miteinander. Nicht weiterleiten. Und wenn die Schweiz jetzt nach meinem Neutralitätsverständnis, und ich muss das vielleicht kurz, nur ganz kurz erklären, ich bin geprägt als Journalist, bin ich geprägt vom früheren NZZ-Chefredaktor Willy Bretscher. Das ist ein langjähriger FDP-Nationalrat gewesen. Von 1933 bis 1968 war er der Chefredaktor der NZZ. Und er hat zahlreiche Schriften über die Neutralität verfasst, übrigens auch über die Rolle der Medien in einer Kriegssituation. Und ich bin eigentlich eine Fußnote zu Willy Bretscher. Ich finde seine Argumentation sehr schlüssig. Und Willy Bretscher hat argumentiert, die Neutralität ist bedingungslos und sie gilt absolut. Die Schweiz beteiligt sich nicht an Kriegen Dritter. Sie hält sich auch mit Kommentaren zurück. Damit meint er nicht die Schweizerinnen und Schweizer, sondern die Regierung. Er meint auch, die Medien sollten sich durch eine gewisse Zurückhaltung auszeichnen. Und er hat auch hinzugefügt, dass die Schweiz sich nicht an wirtschaftlichen Sanktionen, also am Wirtschaftskrieg,
beteiligen sollte. Und dieses Verständnis in der vielleicht schwierigsten Zeit, die die Schweiz je zu bestehen hatte im Zweiten Weltkrieg, das ist für mich eine krisenerprobte Vorstellung und sie liegt auch meinen Auffassungen zugrunde. Die Schweiz hat sich zurückzunehmen, nicht an Kriegen mitmachen, die nicht unsere sind. Wenn wir Waffen exportieren, wobei unsere Gesetze im Moment etwas anderes sagen, dann sind wir gehalten, an beide Kriegsparteien zu liefern. Aber das Problem heute ist, dass in Bern eine Mehrheit der Politiker die Neutralität innerlich preisgegeben hat, auch äußerlich preisgegeben hat, dass man auf einer schiefen Bahn ist und jetzt mit allen herbeigehebelten und herbeigewirkten Argumenten versucht, die Schweiz zur Partei in diesem Krieg zu machen. Wir sind es bereits mit den Wirtschaftssanktionen. Da bin ich absolut bedingungslos, strikt, total, unversöhnlich, kompromisslos gut dagegen. Jetzt ist klar, das gilt für den Staat, gilt das auch für Privatpersonen? Also können aus Ihrer Sicht Privatpersonen Waffen liefern? Waffen in die Ukraine? Nein, also, das war immer so. Die Schweizer können, also wenn man sich als Privatperson an fremden Kriegen beteiligen will, ich glaube, das ist nicht erlaubt, gemäß unserer Gesetz, unserer Ordnung. Was aber sicherlich in jedem Krieg gilt, dass der Schweizer Bürger, und das wird heute auch vermischt, der Schweizer Bürger muss nicht einen Maulkorb anziehen, der Schweizer Bürger darf sich natürlich frei äußern, er darf auch seine Empörung äußern, aber als Staat hat sich die Schweiz in jeder Hinsicht neutral zu verhalten. Das ist mein Verständnis von Neutralität. Ja. Gut, jetzt Thierry Burkhardt, deine Ansicht, wie gehen wir mit längst gelieferten Waffen um, was kann man da tun, was kann man nicht tun? Ich möchte zuerst herzlich danken für die Einladung und dass man sogar applaudiert hat, als ich hier hochgekommen bin. Ich nehme an, das wird der letzte Applaus gewesen sein heute für mich. Also in dem Sinne ganz herzlichen Dank. Ich habe, wie Sie auch vorher, sehr aufmerksam den Ausführungen von Herrn Professor Villiger zugehört. Und ich darf sagen, und damit versuche ich auch ein Missverständnis auszuräumen, das vielleicht etwas absichtlich von Roger Köppel und der Weltwoche geschürt wurde. Ich darf sagen, ich teile praktisch alles, was Herr Professor Villiger gesagt hat, mit einer kleinen Ausnahme, auf die komme ich gerade gerne zu sprechen. Nämlich die vom Thema Wiederausfuhr der Waffen. Das heißt, ich basiere in meinem Verständnis auf den Haager Übereinkommen. Wir sind neutral. Wir dürfen damit keinen Krieg anfangen, an keinem Krieg uns beteiligen. Wir dürfen keine Waffen direkt liefern in einen Krieg. Das steht im Haager Übereinkommen, das ist für mich unverrückbar. Es steht aber, und das hat auch Herr Villiger gesagt, auch drin, wir sind nicht nur neutral, sondern wir sind bewaffnet neutral. Wir wehren uns, wenn es nötig ist. Wir verteidigen die Neutralität, wenn es notwendig ist. Und das ist mein konzeptioneller anderer Ansatz. Ich bin der Auffassung, wenn wir uns verteidigen müssen, dann brauchen wir eine starke Armee. Und wenn wir eine starke Armee brauchen, dann benötigen wir auch eine starke Rüstungsindustrie in unserem Land. Und jetzt lassen Sie mich das ganz kurz erklären. Die Linken in unserem Land, die hatten immer ein Ziel, Armeeabschaffung und dafür auch die Abschaffung der Rüstungsindustrie und hat deshalb zu diesem Zweck die Kriegsmaterialgesetzgebung immer enger gefasst. Man durfte immer weniger. Von dort kommt auch diese Wiederausfuhrdeklaration. Sie haben nämlich gesagt, es darf nie sein, dass eine Schweizer Waffe irgendwo in einem Krieg ist. Das aber, geschätzte Damen und Herren, wäre die Abschaffung der Rüstungsindustrie, so ehrlich müsste man sein. Und deshalb sage ich, wenn die Schweiz einmal Waffen geliefert hat an ein Land X zum eigenen Gebrauch, dann ist es Sache dieses Landes, was es damit nachher tut und nicht mehr Sache der Schweiz. Und wenn wir nicht mitentscheiden müssen, was dann mit dieser Waffe geschieht, ist es auch kein Neutralitätsproblem. Ich möchte eine starke, bewaffnete Neutralität und deshalb vertrete ich dieses Konzept. Das heißt aber nicht, dass ich für direkte Waffenlieferungen bin. Das lehne ich genauso ab wie Roger Köppel. Das ist ja interessant.
Dieser Vorschlag hat Thierry Burkhardt in das Parlament gebracht und er wurde gebodigt von der SVP zusammen mit der SP. Das kann man so sagen, oder? Ja, vielleicht darf ich das, und ich jetzt kann ja sofort Roger Köppel sich wehren, aber das Konzept des immer enger Machens gegen unsere Rüstungsindustrie wird jetzt endgültig vollstreckt durch diese harte Haltung von Roger Köppel in einer Frage, die meines Erachtens nicht die Neutralität betrifft, sondern nur die Kriegsmaterialgütergesetzgebung. Also. Und das bedauere ich sehr, denn damit geht das Konzept von Berse und Josic auf, die sagen, es dürfe nie eine Patrone aus der Schweiz in einen Krieg verschossen werden. Roger Köppel ist angesprochen. Ja, das ist falsch, was Thierry Burkhardt hier sagt. Und zwar, wissen Sie, die grundlegende Richtung, da haben wir keine Differenz. Ich bin auch dafür, dass wir eine Rüstungsindustrie haben, eine exportfähige Rüstungsindustrie, das ist klar. Aber wir haben eben auch Gesetze und diese Gesetze gelten. Und auf der Grundlage dieser Exportgesetze, der Waffenausfuhrgesetze, die gegen den Willen der SVP, Teil auch mit den Stimmen der FDP, vor allem aber auch der Mittepartei, die sich jetzt nicht mehr erinnern kann, gemacht wurden, ist unsere Rüstungsindustrie verpflichtet worden, solche Weiterexporte zu verbieten. Und wissen Sie, die Länder, die mit uns jetzt Verträge abgeschlossen haben, zum Beispiel die Deutschen und die der Schweiz Waffen abgekauft haben, die haben diese Verträge abgeschlossen im vollen Wissen, was in diesen Verträgen steht. Und jetzt möchte hier Thierry Burkhardt argumentieren, dass einfach weil er natürlich und seine Partei möchte, die eine Partei, die Ukraine unterstützen, seine Partei ist eingeschüchtert, das ist mein Eindruck, eingeschüchtert von diesem gigantischen moralischen und politischen Druck auf die Schweiz von Seiten der Amerikaner, von Seiten dem amerikanischen Botschafter, von Seiten der Europäischen Union. Und die haben unter diesem Druck jetzt quasi kapituliert und versuchen, eine Erklärung zu finden, um diese Waffenlieferungen irgendwie akzeptabel zu gestalten. Ich sage, diese Diskussion, die können wir gerne führen, aber sie können nicht jetzt in dieser Situation mit dem Ziel, nur eine Kriegspartei zu unterstützen, Gesetze über den Haufen werfen, die so beschlossen worden sind. Es gibt einen uralten rechtsstaatlichen Grundsatz. Gibt drei. Im Zweifel für den Angeklagten, in dubio pro reo. Der zweite Grundsatz ist audiatur et altera pars. Man muss immer auch mit den anderen reden und nicht nur mit Herrn Zelensky im nächsten Woche im Parlament. Da merken Sie es doch. Da merken Sie doch, wie man die Neutralität wegwerfen will. Und der dritte Grundsatz heißt, an Verträge hat man sich zu halten, packt das unser Wander. Und Herr Professor Villiger hat am Schluss Max Huber zitiert. Die Stärke des Rechtsstaats ist das Recht. Und wir müssen das Recht hier respektieren. Und das, was Herr Burkhardt sagt, ist sozusagen aus meiner Sicht, das ist meine Meinung, meine Interpretation, der Versuch, einen Neutralitätsbruch so zu lackieren, dass er auch für ein Pro-Schweiz-Publikum ganz vernünftig klingt. Aber ich sage Ihnen, von diesen Schalmeienklängen dürfen Sie sich nicht einlullen lassen. Thierry verträgt das, wenn ich das so ausdrücke hier. Gut, aber lassen Sie mich, lassen Sie mich schon noch klar nachfragen. Das heißt, die SVP wäre zu haben, die letzte Revision und Verschärfung des Kriegsmaterialgesetzes rückgängig zu machen und diesen, diese Position wieder... Natürlich sind wir bereit. Nein? Ja, aber wissen Sie, ja, Herr Feusi, aber wir haben heute eine andere Gefechtsordnung in der Schweiz. Wir müssen jetzt über die Bewahrung der Neutralität sprechen. Und ich sehe im Bundeshaus mit Ausnahme der SVP keine Partei, die bereit ist, auch die Kritik und den Gegenwind in Kauf zu nehmen, um das wichtigste Sicherheits- und Friedensinstrument der Weltgeschichte zu verteidigen, nämlich die schweizerische Neutralität. Thierry, ist es nur ein Manöver, um die Neutralität abzuschaffen? Roger Köppel und ich haben gewisse Übereinstimmung. Erstens, ja, es ist geltendes Recht, das stimmt, und solange es geltendes Recht ist, darf es nicht gebrochen werden. Übereinstimmung. Zweitens, die anderen Länder, die auf Grundlage dieses Rechts
entsprechend diese Verträge abgeschlossen haben, sind, solange dieses Recht gilt, auch daran gebunden. Völlig einverstanden. Deshalb bin ich der Auffassung, sollten wir dieses Recht, dieses Gesetz, das für die Schweiz und die schweizerische bewaffnete Neutralität verheerend ist, abschaffen. Und dafür braucht es den normalen Gesetzgebungsprozess. Gar keinen Widerspruch, selbstverständlich. Aber ich glaube, dass es jetzt die Möglichkeit wäre, dass man dadurch die bewaffnete Neutralität stärken kann. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist folgende. Roger Köppel hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, nämlich gesagt, ja, die Frage der Wiederausfuhr ist Frage des Gesetzes. Er hat nicht gesagt, es ist Frage der Neutralität. Und ich meine, wir tun schlecht daran, dass wir diese Kriegsmaterialgesetzgebungsthematik, die von den Linken kommt, wir haben früher gemeinsam dagegen gekämpft, FDP und SVP, die von den Linken kommt, jetzt unter das Dach der Neutralität zu nehmen und zu sagen, es hätte mit Neutralität zu tun. Weshalb? Neutralität ist, muss auch verstanden werden. Und ich darf Ihnen nur sagen, die Länder verstehen es nicht mehr. Nicht allgemein. Grundsätzlich verstehen sie es, grundsätzlich respektieren sie es, grundsätzlich habe ich noch nie gehört, dass ein Land gefordert hat, wir müssen direkt Waffen liefern. Aber die Frage der Wiederausfuhr, dass wir andere Länder daran hindern, ihre Waffen zu verkaufen, wo auch immer sie wollen, das wird nicht verstanden. Das schadet der Neutralität. Letzte Bemerkung. Mein Konzept war ja eben gerade so, dass es keinen Unterschied gemacht hat zwischen Ukraine, zwischen Russland, zwischen Land A oder Land B, sondern es war eben so ausgestaltet, dass die Wiederausfuhr möglich ist, wenn nach 5 Jahren eine gewisse Zeit abgelaufen ist und man dann die Schweiz nicht fragen muss. Und dann wäre es eben kein Neutralitätsbruch. Und in diesem Sinne habe ich in meinem Konzept die Neutralität gewahrt. Professor Villinger, 3 Punkte. Die Frage, wie das ist mit den privaten Kriegsmaterialausfuhren, ist längst vorbei. In der Schweiz gibt es eine Gesetzgebung und Materialausfuhren hängen von einer Lizenz ab. Und damit wird es automatisch staatlich. Also private Ausfuhren, das ist vorbei. Das Zweite ist, sind Wiederausfuhren gemäß Völkerrecht zulässig oder nicht? Artikel 6 der 13. Haager Konvention von 1907, Sie können das auf Ihrem Handy nachschauen, sagt, Waffenausfuhren an die Konfliktparteien, Zitat, unmittelbar oder mittelbar, Zitat Ende, sind untersagt. Unmittelbar oder mittelbar, für mich bedeutet mittelbar unter Umgehung. Und das Dritte, Herr Burkhardt, Herr Nationalrat, sagt, dass die Staaten die Stellung, die Haltung der Schweiz nicht verstehen. Ich halte mich da an den Kommunikationswissenschaftler Watzlawick, der sagte, keine Kommunikation ist auch eine Kommunikation und führt zur sogenannten Abwärtsspirale mit allen Missverständnissen. Es liegt an der Schweiz und an ihren Behörden, die Neutralität zu erklären, damit keine Zweifel bei den anderen Staaten entstehen. Gut. Darf ich nur ein Missverständnis? Ja. Herr Villinger, nur ein kleines Missverständnis. Die mittelbare Ausfuhr, also eben diese indirekte quasi, da teile ich Ihre Auffassung. Deshalb habe ich in meinem Konzept ja diese 5-Jahres-Frist vorgesehen. Nicht, dass man ein Land kann kaufen, um es sofort weiterzugeben an eine Kriegspartei. Das ist klar, das wäre ein Verstoß. Aber wenn es geht ja um diese Waffen und Munition, die einmal für den Eigengebrauch vor vielen Jahren geliefert wurden. Es geht nur um das. Einfach damit wir kein Missverständnis haben. Ich weiß schon. Und es kommen noch andere Bedingungen hinzu, die dürfen die Menschenrechte nicht verletzen und so weiter. Ja. Alles schön und gut, aber Umgehung ist Umgehung. Gut. Jetzt, ich möchte einen anderen Ball aufnehmen von Herrn Villinger. Er hat die Initiative gelobt für gute Punkte, aber fehlende Flexibilität angemahnt. Christoph Blocher, Sie haben diesen Text wesentlich mitverantwortet. Hat er wirklich zu wenig hätte er mehr Flexibilität drin haben müssen für die Behörden am Schluss? Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zuerst
bedanken für die große Ehre, die mir zuteil kommt. Als ausgedehnter, weißhaariger Mann ist das eine große Ehre, sogar einen Nationalrat vertreten zu können. Danke. Aber ich vertrete ja wahrscheinlich hier noch die vierte, Frau Ametti. Ja, ja. Also wenn es sein müsste, könnte ich das auch. Ich weiß, was sie sagt. Nun, also was jetzt der Präsident der Freisinnigen losgelassen hat, das ist eine typische Vernebelung, nämlich diese Waffenausfuhrgesetzgebung. Die ist jetzt zweitrangig. Das Gesetz ist beschlossen, da können Sie und wir machen, was es wollen. Es steht im Gesetz, Waffen, die aus der Schweiz ausgeführt werden dürfen, dürfen generell nicht weitergeführt werden. Ausgeführt werden. Nicht. Ein völliger Unsinn. Das stimmt nicht. Aber es steht im Gesetz und Gesetze sind einzuhalten und das macht der Bundesrat. Mindestens eine Behörde haben wir in diesem Fall, die noch gesetzestreu ist. Das ist eine Ausnahme in der Schweiz. Aber es geht um die Neutralität. Das ist hier ein Randgebiet. Wir dürfen nicht zulassen, dass Waffen preisgegeben werden, wegen diesem Gesetz, das gegen den Rechtsstaat. Und jetzt wird im Parlament der Rechtsstaat abgeschafft, indem man sagt, ja, man kann Ausnahmen machen, ohne gesetzliche Grundlage ändern, das ist eine Schweinerei. Und zweitens, es geht darum, ob man hier einen Trick machen kann, um die Neutralität zu verletzen. Wenn man beschließt, dass man 23 Panzer aus dem Bestand der Verteidigung der Armee nimmt und den an Deutschland verkauft, zum Zwecke, damit sie ihre Panzer, die gleiche Zahl, an die Ukraine geben dürfen, da müssen sie also weder ein Völkerrechtler, Entschuldigung, Herr Professor, noch ein Jurist, noch sonst jemand sein. Das ist eine klassische Umgehung. Wenn ich einem ein Diebesgut gehe, damit er es weitergeben kann oder sein Gut ersetzen kann, ist das ein Trick. Und dann hören Sie auf. Wir haben gegen die Neutralität mit solchen Tricks. Wir werden jetzt schauen, was die Freisinnigen machen jetzt dann im Rat. Das ist gegen die Neutralität. Also. Lassen Sie sich das nicht einstellen. Kein Mensch wird das gutheißen können. Da brauchen wir auch keine Spezialisten. Und zweite Bemerkung zur Neutralität, und da komme ich zu dieser fehlenden Flexibilität. Ja. Sie ist nicht dort drin. Wer in der Schweiz über Neutralität redet, bei den Wissenschaftlern stelle ich das fest, lassen immer ein Grund der Neutralität in der Schweiz sein, nämlich der Konflikt zwischen dem Bürger und den Politikern. Die Neutralität ist nicht umsonst bei der Bevölkerung viel beliebter als bei den Politikern, weil die Neutralität hindert die Politiker, Kriege anzuzetteln, Kriege zu führen, in Konflikten mitzumachen. Das ist eine Einschränkung der Macht. Und das ist ein ganz wesentliches Moment. Ich war im 1994 war es, in der Kommission nach dem Kalten Krieg, wie macht man die Armee neu? Es waren alles sogenannte Koryphäen dort drin. Ich nicht, weil ich eine Koryphäe bin, sondern man wollte mich einbinden als Fremdgänger. Und dort drin haben alle, mit Ausnahme von mir, für die Abschaffung der Neutralität plädiert. Dann ist der Amtsvorsteher, der Bundesrat, gekommen und hat gesagt, Gottes Wille, hört auf. Das Schweizer Volk hängt an der Neutralität. Lass sie drin! Dann haben sie gesagt, gut, dann lassen wir sie drin. Sonst fällt das kaum. Das ist der typische Gegensatz. Und diese Initiative hat auch den Zweck, dass man nicht frei in Bern über Krieg und Frieden entscheiden kann. Und jetzt... Gut. Eine kurze Reaktion, aber wirklich nur kurz. Und jetzt, was sollten wir eine Flexibilität gehen? Jetzt haben Sie den neuesten Vorschlag gesehen, der Neuen Zürcher Zeitung. Wir bleiben neutral, aber wir sollten dort schreiben, in Ausnahmefällen kann das Parlament und die Regierung diesen Neutralitätsvorbehalt wegwischen. Das heißt, wir sind nicht mehr neutral. Regierung Gut. und Parlament entscheidet, ob man mitmacht oder nicht.
Das wollten wir verhindern. Aber wenn Sie einen Vorbehalt kennen, der so sicher ist, dass Sie das nicht mehr können, dann bin ich dankbar. Dann ist es kein Vorbehalt, oder natürlich? Ja, das wäre ja der Sinn. Ja, gut, das also, gebe ich Ihnen. Ganz kurze nachher. Replik. Ich meine, erstens, ich bin noch einmal für die Neutralität. Da darf auch das Parlament keine Ausnahmen machen. Zweite Bemerkung, ich meine, die Frage der Waffenwiederausfuhr ist eben eine wichtige, weil gerade jetzt bereits Rüstungsindustrie abzieht oder Produktionen abziehen, das ist zu unserem Schaden, das kann man so wollen. Ich finde es negativ. Und dritte Bemerkung ist folgende, bisher hatte ich 3 Gegner auf diesem Podium, kein Problem, aber jetzt habe ich noch eine 4. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie da sind, eingetroffen sind, etwas später wegen den Schweizerischen Bundesbahnen. Ich habe allen die erste Frage gestellt, wie haben Sie es mit Waffenlieferungen von Waffen, die irgendwie vor 15 oder 15 Jahren in andere Länder gegangen sind, mit Ringtausch von Panzern oder so. Sagen Sie das, damit wir genau wissen, wo Sie sich positionieren. Ja, super. Also Sie sehen, wie ich mich positioniere. Wir sind heute in der Kaserne, ich habe das entsprechende Tenue an. Und ich gebe Herrn Blocher recht, der Kern der Neutralität, und sie macht nur dann Sinn, wenn sie bewaffnet ist. Nicht wahr, Herr Blocher? Und wissen Sie, das ist ein ganz spezielles Tenue, und zwar ist das Tenue eines jungen Herrn, er heißt Islamai. Seine Eltern sind ursprünglich aus dem Kosovo in die Schweiz geflüchtet, weil im Kosovo Kriegsverbrecher mit freundlicher Unterstützung des Kremls einen Genozid anrichten wollten. Diese Familie ist in die Schweiz geflüchtet und hat sich entschieden, dass die Schweiz ihre neue Heimat wird, samt Rechten und Pflichten. Und die Pflicht ist, dass diese Heimat in der Armee, wenn nötig mit dem eigenen Leben, unsere Freiheit in der Schweiz verteidigt wird. Jetzt aber, Herr Blocher, unsere Freiheit, die ist nicht erst angegriffen, wenn die ersten Panzer über Kreuzlingen rollen und dann diese tapferen jungen Männer 2 Wochen haben, um die Schweiz zu verteidigen. Die Freiheit ist schon dann angegriffen, wenn die internationale Ordnung angegriffen wird. Das steht in der Verfassung. Artikel 2 Absatz 4, die Schweizerische Eidgenossenschaft setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und internationale Ordnung. Da steht nicht, sie setzt sich ein für eine bewaffnete Neutralität oder überhaupt eine Neutralität, mit welchem Adjektiv sie auch sonst gefüllt wird. Weil die Neutralität nicht als Selbstzweck in der Verfassung definiert wurde. Sie ist ein Mittel zum Zweck. Sie ist ein Mittel zur Verteidigung der internationalen Ordnung. Und wenn sie aber nichts taugt, wenn unsere internationale Ordnung an der Peripherie von Europa in der Ukraine angegriffen wird, dann müssen wir dafür sorgen, dass unsere Mittel dorthin kommen. Und dann müssen wir sagen, dass unsere Waffen auch dorthin kommen, weil der erste Garant unserer Sicherheit bitte, Ruhe, ist Ruhe. Die Verteidigung der internationalen Ordnung. Ja, jetzt sind wir dann noch neutral, wenn wir das machen? Sind wir dann noch neutral? Wir können teilweise neutral sein, wie es Schweden und Norwegen und so weiter auch sind. Das wäre aber eine andere Neutralität als die wir jetzt haben. Ja. Gut, dann wissen wir das. Wir waren dann über die Initiative haben wir diskutiert. Wie flexibel muss die sein? Oder sind Sie völlig gegen eine Festlegung der Neutralität in der Verfassung? So wie sie jetzt in dieser Neutralitätsinitiative steht, ist sie eindeutig zu starr. Mhm. Das würde genau das verhindern, dass wir unseren Beitrag leisten an der Verteidigung der internationalen Ordnung, die der erste Garant ist für die schweizerische Sicherheit. Mhm. Militär in Ehren, aber das spart uns höchstens 3 Wochen. Wir sind angewiesen auf den Schutzschirm der NATO und das muss man einfach klar sagen. Gut. Reden wir noch über das, was wirklich auch noch passiert ist, das sind die wirtschaftlichen Sanktionen. Unter welchen Bedingungen machen wir da mit? Wir haben jetzt mitgemacht in diesem Fall. Herr Villiger hat aufgezeigt, dass es nicht zum ersten Mal war. Das könnte man ja im Falle eines Ja's zu dieser Initiative eigentlich nicht mehr. Also vielleicht noch eine Bemerkung zu dieser Argumentation von Frau Ameti. Das ist eine Argumentation, die man heute oft hört. Ich bin recht häufig in Deutschland und
treffe mich dort auch mit früheren Journalistenkollegen und Verlagsleitern und so weiter, die eigentlich diese Position vertreten in Deutschland. Und wir diskutieren oft über das und sie sagen genau das, dass jetzt also in der Ukraine zum Beispiel die internationale Ordnung angegriffen werde und damit werde die Schweiz angegriffen. Auch die Schweiz, auch Deutschland werde angegriffen. Und vor ein paar Jahren, vor 20 Jahren, hat ein deutscher Verteidigungsminister gesagt, die deutsche Freiheit werde am Hindukusch verteidigt, in Afghanistan. Und ich sage in diesen Diskussionen immer das Gleiche, weil es ist auch immer der gleiche Auftritt, dieser beschwörerische Auftritt. Meine Damen und Herren, da draußen ist Krieg. Das ist zwar ein paar tausend Kilometer entfernt, aber eigentlich werden Sie angegriffen. Sie haben es noch nicht gemerkt. Sie müssen jetzt auch bei diesem Krieg mitmachen und Waffen liefern. Und diesen Leuten, die das predigen, sage ich immer, warum hast du dich noch nicht freiwillig gemeldet, um in diesem Krieg teilzunehmen? Weil ich finde, wissen Sie, ich finde das eigentlich, ich habe vier Kinder. Ich nehme das sehr ernst, was da argumentiert wird, zum Teil auch in unserem Parlament. Es gibt auch Parlamentarier, die so reden. Denen habe ich auch schon im Parlamentssaal empfohlen. Habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr die Generalmobilmachung hier ausrufen, wenn die Schweiz angegriffen ist. Aber wenn man nicht mehr in der Lage ist, einen Konflikt wirklichkeitsgerecht zu beschreiben und eben festzustellen, dass in diesem Krieg, jetzt zum Beispiel in diesem Krieg, es gibt ja noch viele andere, auch im Jemen gibt es Krieg, es gibt immer Kriege, es gibt sie seit Zehntausenden von Jahren Kriegen. Aber in diesem Krieg wird die Schweiz nicht direkt angegriffen. Aber, und jetzt komme ich zu Herrn Foisy, die Schweiz macht in diesem Krieg mit. Als Altbundesrat Blocher in der NZZ den Satz gesagt hat, die Schweiz ist im Krieg, da mussten die beiden Interviewer fast künstlich beatmet werden, weil sie das nicht hören wollten. Aber das ist die traurige Realität. Und wissen Sie, Kriege, meine Großeltern, meine Mutter ist in Königsberg geboren. Die Story meiner Kindheit war der Zweite Weltkrieg. Ich bin mit dem aufgewachsen. Wie das möglich ist, wie eine Regierung immer mehr durchdreht, wie eine Regierung in den Krieg zieht, wie sie glaubt, mit der ganzen Welt Krieg zu führen. Die Aufgabe, die wir meines Erachtens in der Schweiz haben, die wichtigste Aufgabe, wir Schweizer, wir haben dafür zu sorgen, dass unsere Politiker die Schweiz nicht in Kriege hineinziehen. Dass sich unsere Politiker nicht einreden lassen von irgendjemandem. Und ich bestreite da die Ehrlichkeit der Motive von Frau Ameti nicht. Ich wäre auch aufgewühlt mit der Geschichte des Kosovo, soweit ich sie verstehe und zur Kenntnis genommen habe. Aber wir dürfen uns nicht hineinziehen lassen. Und wir müssen aufpassen, weil Politiker Kriege umso lieber führen, als sie sehr weit entfernt sind. Dann können sie sich nämlich mit allem Möglichen auch moralisch profilieren. Aber am Ende bist du in diesem Krieg drin. Und wir sind jetzt schon in einer schiefen Bahn. Letzte Bemerkung. Wir haben am Anfang gesagt Neutralität. Dann hat der Bundesrat gesagt, jetzt machen wir doch Wirtschaftskrieg. Wir machen Wirtschaftskrieg. Kurz darauf hat man gesagt, jetzt sollten wir Waffen liefern, wir sollten Munition liefern. Da müssen sie dann irgendwann auch Hilfskräfte liefern, die denen erklären, wie diese Waffen und diese Munition funktioniert. Und am Schluss bekommen sie dann Leichensäcke zurück aus Kriegsgebieten mit Schweizern drin. Gut. Und das müssen wir verhindern. Und darum muss die Neutralität klar definiert werden in der Verfassung, dass unsere Politiker nicht den Kopf verlieren und uns auf die Schlachtfelder der Großmächte hineinziehen, wie das Frau Ameti hier also argumentiert hat. Also das muss ich jetzt kurz replizieren. Ich habe einen Nachfrage. Nein, das war jetzt doch ein heftiger Angriff. Ja. Also Herr Köppel, etwas muss ich klarstellen. Die Schweiz, die ist... Also ich sag jetzt etwas, das Ihnen nicht gefallen wird, aber Ihnen wird sowieso nichts gefallen, dass ich sage, deshalb kann ich ja von Anfang an ehrlich sein. Die Schweiz ist angegriffen von innen. Sie, Herr Köppel, haben Selfies gemacht mit Kriegsverbrechern. Sie haben sich nicht neutral ganz auf die prorussische Seite geschlagen. Sie, Herr Köppel, mit Ihrer Weltwoche sind die fünfte Kolonne Putins in der Schweiz. Und deshalb werden Sie, und ich sage das ganz ehrlich, Sie sind der Feind im Inneren.
Sie sind der Feind, der unsere Freiheit angreift, und dementsprechend werden Sie auch behandelt werden. Kann ich vielleicht nur ganz kurz etwas sagen? Ich habe jetzt gerade einen Flashback, 1971, als mein Bruder mit langen Haaren den Vietnamkrieg kritisiert hat und mein Vater hat gesagt, noch ein Wort und Moskau einfach. Sie erinnern mich jetzt an meinen Vater, Jahrgang 1921. Nein, Frau Ameti, ich bin Journalist, ich rede mit allen und ich schaue die auch freundlich an. Ich rede zum Beispiel auch mit Ihnen, obwohl ich Ihre Meinung überhaupt nicht teile. Und dieses Verständnis, das Sie hier vorführen, dass man deshalb, weil man mit allen redet, sich auf eine Seite schlägt, angeblich, was ja nicht stimmt, so wie Sie sich auf die Seite jetzt einer Kriegspartei der Ukraine schlagen, das mache ich nicht. Aber im Unterschied zu Ihnen rede ich mit allen und ich schaue auch freundlich rein. Das heißt aber nicht, dass ich mir Ihre Meinung zu eigen mache. Nur, dass Sie sich das nicht hier einbilden. Sie haben nicht nur mit allen geredet. Das können wir jetzt auch abhandeln. Ja, ich finde auch. Sie haben die Kriegsverbrechen über Neutralität reden. Sie sind nicht neutral. Ja, das sind zwei verschiedene Meinungen. Wunderbar, darf man haben. Aber mir geht es wirklich noch, dass wir herausfinden, wir waren bei den wirtschaftlichen Sanktionen. Sie sind gegen wirtschaftliche Sanktionen. Hätten wir dann im Kalten Krieg die westliche Seite nicht unterstützen und den Osten sanktionieren dürfen? Also ich bin wirklich geprägt durch dieses klassisch schweizerische Neutralitätsverständnis. Zum Beispiel auch von FDP-Bundesrat Walter Stampfli. Da gibt es ganz berühmte Reden im Zweiten Weltkrieg, auch während dieser ganzen Auseinandersetzung damals. Und er hat ganz klar auch gemahnt, dass die Schweiz nicht am Wirtschaftskrieg mitmachen darf. Und aber wir haben es ja gemacht. Ja, wir haben es gemacht. Wir haben die Neutralität da preisgegeben. Und interessant ist, oder beziehungsweise für mich bestürzend ist, wie dieser Wirtschaftskrieg auch verharmlost wird in der Politik. Man sagt mit Anni Bern, ja, aber Herr Köppel, wir sind immer noch neutral. Wir machen ja nur Wirtschaftssanktionen. Meine Damen und Herren, eine Wirtschaftssanktion, Wirtschaftskrieg, die Hungerwaffe, Leningrad durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, die haben versucht, diese Stadt auszuhungern. Das sind Wirtschaftssanktionen. Und das ist eine ganz gefährliche Kriegswaffe. Und ich gehöre zu denen, ich unterstütze den Text in der Initiative. Ich sage, die Schweiz beteiligt sich an den Sanktionen, die die UNO beschließt. Da sind wir vermutlich sogar alle auf dem Podium gleicher Meinung. Ich bin als Privatmann da sogar noch kritischer. Ich wünschte mir, die Schweiz könnte sich auch an diesen Sanktionen nicht beteiligen. Aber ich bin sehr bereit und sehr kompromissbereit, dass wir hier uns an die UNO-Regeln halten. Aber das, was wir jetzt gemacht haben, auf Druck der Europäischen Union und auf Druck der Amerikaner, dass wir uns beteiligen am Wirtschaftskrieg gegen Russland oder gegen irgendjemandem auf dieser Welt, das darf die Schweiz meines Erachtens nicht machen und wir dürfen es auch nicht verharmlosen. Thierry Burkhardt zu den Wirtschaftssanktionen. Wenn Sie mir erlauben, eine Vorbemerkung zu machen. Ich teile eine Auffassung mit Bestimmtheit nicht, nämlich die, dass wir uns im Krieg befinden. Aber ich teile die Auffassung, dass wir uns selbstverständlich bemühen müssen, dass wir nicht in einen Krieg hineingezogen werden. Soweit bin ich selbstverständlich einverstanden. Das war auch immer das Konzept der Vergangenheit. Ich bin ein Kind geprägt vom Kalten Krieg und ich möchte einfach daran erinnern, bereits schon vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es zum Beispiel Planungen unter dem Titel Plan H oder Operation Helvétique von General Guizot, dass man auch zusammenarbeiten kann im Fall der Fälle. Also das sollte möglich sein. Und man hat auch im Kalten Krieg in der intensivsten Phase der Neutralität der Schweiz hat man sich zum Beispiel 1951 am Boykott der westlichen Staaten gegenüber den kommunistischen Staaten angeschlossen. Und weshalb soll diese Flexibilität, wie sie Herr Villiger eben gesagt hat, vorhanden sein? Damit wir die Möglichkeit haben, immer im Interesse unseres Landes zu handeln. Das sollte im Vordergrund stehen und dafür braucht es manchmal eine gewisse Flexibilität. Nicht im Sinne, dass man die Neutralität aufgibt, so wie sie
wie es Herr Blocher zu Recht beschrieben hat. Das darf nicht sein im Sinne von, man macht es dann mal nicht und macht mal dann schon, weil dann verliert sie an Glaubwürdigkeit. Aber das Handeln des Staates sollte auch der Zeit angemessen sein, aber selbstverständlich immer im Interesse unseres Landes. Deshalb glaube ich, sollte es möglich sein, dass wir uns an Sanktionen anschließen. Abschließend noch gesagt, ich bin der Auffassung, Neutralität ist primär ein militärisches Konzept und deshalb sind Sanktionen kein zwingender Widerspruch. Wir haben es immer getan in der Vergangenheit und ich vermute, wir werden es auch in Zukunft tun, sofern es im Interesse unseres Landes ist. Warum sollen wir es nicht mehr tun? Was nicht mehr tun? Eben, an wirtschaftlich, gar überhaupt nicht mehr an wirtschaftlichen Sanktionen teilen, außer wenn sie von der UNO kommen. Wir haben das nie getan. Das ist eine Beschönigung mit 51 und mit Irak. Jetzt sage ich Ihnen, was ich als Unternehmer erlebt habe. Wir mussten Lieferungen in diesen Staaten in Bern deklarieren, der letzten 3 Jahre. Dann hat man gesagt, wir machen nicht mit an den Sanktionen, wirtschaftlichen, aber wir frieren den Handel ein, der Status quo. Das war immer die Haltung. Einmal haben wir es nicht gemacht, weil ein ganz seltener Fall eingetreten ist, dass die UNO, der Sicherheitsrat, sogar Sanktionen beschlossen hat, obwohl eine der Siegermächte hätte ja Nein sagen können. Und die Russen haben sich der Stimme enthalten. Und damit war es ein Beschluss der Sicherheitsrat. Obwohl wir noch nicht dabei waren, hat dann der Bundesrat gesagt, dann machen wir es. Und jetzt ist jedes Mal, wenn man sagt, mach da nicht mit, das ist gegen die Neutralität, finden Sie immer einer, der sagt, ja, wir haben im Zweiten Weltkrieg auch Verstöße begangen. Die Deutschen haben Waren durch die Schweiz transportiert und es hat niemand geschaut, ob noch Waffen drunter waren. Das kommt mir vor, wie wenn einer sagt, jetzt haben wir 120 Kilometer Beschränkung auf der Autobahn. Dann sagt der andere, hört auf mit diesem Gesetz. Im letzten Jahr haben auch 3 die Geschwindigkeit überschritten. Das ist doch eine blöde Begründung. Wir wissen den Fall nicht genau. Ich sage nur, in der Praxis haben wir es anders erlebt. Und Sie sagen, wir sind nicht im Krieg. Was macht die UNO? Die UNO sagt, Sanktionen, wirtschaftliche oder diplomatische oder anderen, ist eine nicht militärische Kampfmittel. Es ist ein militärisches Kriegsmittel, ist extra erwähnt. Das sind die sogenannten Sanktionen. Und es ist auch der Zweck, bin der Zürcher. Zwingli hat damals gesagt, das ist das grausamste Kriegsmittel, weil man lässt den Gegner die einfachen Leute aushungern, das ist die Brotsperre. Das ist auch der Sinn. Und da sollten wir nicht mitmachen. Und jetzt, der Bundesrat hat nach Einmarsch der Russen zuerst richtig entschieden. Wir sind neutral, aber wir lassen die Maßnahmen nicht unterlaufen. Wir frieren es ein. Und dann ging der Mais los. In der Schweiz führend. Die EU-Befürworter, weil sie die Neutralität weghaben wollen. Dann diejenigen, die ein sogenannt gutes Image wollen. Das, was Frau Ahmed ist, das geht um das Image. Wir verteidigen die Rechte der ganzen Welt. Ist da nett, aber illusorisch. Und Druck der Amerikaner, insbesondere der Großbanken. Und da sollten wir nicht mitmachen. Und jetzt sagt man, ja, aber wenn es im Interesse der Schweiz ist, wer sagt uns, was im Interesse der Schweiz ist? Beim Krieg führen haben wir die Barriere bezogen, nicht Regierung und Parlament in gewissen Fällen. Wenn mal Krieg ist, haben sie freie Hand. Aber sie ist ihnen verboten, uns in die Kriege reinzuziehen. Und jetzt machen wir schon mit, der Köppel hat es gesagt, Sanktionen. Dann genügen Sanktionen nicht. Jetzt Waffen. Können wir nicht. Über Deutschland Waffen. Panzer, Munition. Jetzt sagen die Amerikaner, wir liefern Flugzeuge. Wie lange geht es, bis wir den Tiger schicken? Weil wir ihn auch nicht mehr brauchen. Da müssen wir die Soldaten ausbilden und am Schluss sind wir dort drin. Passt auf mit den Kriegsspielen. Das ist gefährlich für Politiker. Das gibt ihnen Macht. Das sollten wir verhindern. Wer hat dann gesagt, die Personenfreizügigkeit sei ein Segen für dieses Land? Wer? Nicht wir. Hier oben. Gut, Frau... Frau Ometi, Sanktionen.
machen wir das Richtige, machen wir es gut, dass wir mitmachen und dass der Bundesrat gesagt hat, wir werden jedes Paket mitmachen. Sollten wir noch mehr machen? Diese Forderung gab es im Parlament. Darüber hinausgehen? Oder wie sehen Sie das? Ich schließe mich da voll und ganz Thierry Burkhardt an. Ja. Ich muss da nichts dazu anfügen. Ich fand das sehr raisonabel, was der Bundesrat gemacht hat. Und was ich noch spannend finde, Herr Blocher hat gefragt, wer denn entscheidet am Schluss, was das Beste für die Schweiz ist. Das Volk, Herr Blocher. Und ich kann es kaum erwarten. Haben Sie die Sanktionen beschlossen? Haben Sie die Sanktionen beschlossen? Das Volk. Beschließen die, ob wir 23 Panzer schicken oder nicht? Nein, heucheln Sie nicht, Herr Blocher. Herr Blocher, das Volk hat die Gesetze so angenommen, indem es entweder ein Referendum abgestimmt hat oder keines ergriffen hat. Ja. Am Schluss hat das Volk in der Schweiz das letzte Wort und daran halten wir uns. Wo wollen wir jetzt eine Formulierung in der Initiative, dass das nicht mehr möglich ist? Das ist der Zweck der Übung. Gut. Der Filiger hätte noch einen anderen. Ja. Zur Flexibilität noch. Ja. Es geht nicht darum, dass hier, also ich habe ja gesagt, die Neutralitätsinitiative hat viele gute Punkte. Es war eine gute Idee, die UNO auszuklammern, die UNO-Sanktionen auch. Der einzige Schwachpunkt ist, dass jedes Mal jede Änderung der Verfassung einer Verfassungsrevision bedarf. Ich habe ein Neutralitätsverständnis, das zurückgeht in den Zweiten Weltkrieg. Es gibt Momente in einem Staat, da kann es eine ganz große Krise geben und der Bundesrat muss schnell handeln. Von so einer Krise sind wir zurzeit weit entfernt. Ich finde, wenn es eine solche Krise je einmal geben sollte, müsste diese Initiative einen Freiraum dafür lassen, dass der Bundesrat im Interesse der Schweiz nicht die Neutralität aufgibt, sondern eine Ausnahme macht und in einer Krise reagiert und beispielsweise innerhalb 30 Tage das Parlament zustimmt oder dann nach 30 Tagen ist die Maßnahme vorbei. Eine kleine Flexibilität müsste es geben, mehr nicht in Bezug auf all die anderen Punkte in der Initiative, die teilweise überzeugen. Gut, Sie werden ja einen Vorschlag Herrn Blocher durchgeben, haben Sie vorher gesagt. Ja. Ich kann jetzt die Initiative nicht mehr ändern, aber wenn das so heilige Politiker sind, die eigentlich alle für die Neutralität sprechen, könnten Sie einen so guten Gegenvorschlag machen. Ja, eben. Genau. Jetzt geht es nächste Woche im Parlament um 5 Milliarden Unterstützung, Wirtschaftshilfe für die Ukraine. Und ich möchte fragen, wie Sie das sehen. Also jetzt ist noch der einzige Parlamentarier, ist noch Thierry Burkhardt. Soll denn die Schweiz mehr in diesem Bereich machen oder soll sie das auch sein lassen? Also zuerst einmal, ich habe die Lex Ukraine abgelehnt, weil die war einseitig, eben nicht ausgewogen. Punkt 2, ich bin nicht gegen Unterstützung der Ukraine, aber dieser Vorstoß, der ist meines Erachtens widersinnig. Er sagt nämlich einfach, Bundesrat, mach mal, du hast 5 Milliarden, mach mal. Keine Vorstellung, was zielführend ist, was den Menschen zugutekommt, beispielsweise humanitäre Minenräumung, das wäre etwas, das sinnvoll ist, aber dafür ist praktisch nichts oder ist nichts vorgesehen, sondern ist einfach 5 Milliarden, mach mal. Das ist ziellose, kopflose Politik, die muss ich leider bei aller Verständnis für den Zweck, der dahinter steht, ablehnen. Herr Filling. Sie haben das auch in Ihren Ausführungen erwähnt. Es gibt jene, die sagen, ja, man müsse halt die Neutralität irgendwie kompensieren mit mehr Wirtschaftshilfe, mit mehr guten Diensten habe oder so. Habe ich nicht gesagt. Jawohl, aber es gibt diese Haltung natürlich, oder? Also meine Meinung ist, dass die Schweiz nicht weder mittelbar noch unmittelbar Material in ein Konfliktgebiet liefern kann. Dass sie aber umgekehrt humanitär wirken soll. Und zwar sehr stark sogar. Und es ist für mich ein Widerspruch, einerseits Militärmaterial zu schicken und andererseits humanitär zu wirken. Das ist ein Widerspruch. Entweder oder.
Also nur damit Sie die Initiative verstehen, der letzte Absatz in dieser Initiative sagt ausdrücklich, die Schweiz fördert die sogenannten guten Dienste, wir haben das Wort nicht gebraucht, weil das ist abgedroschen, aber die Dienste an der internationalen Gemeinschaft zur Erhaltung des Friedens, den sie aufgrund der Besonderheit der schweizerischen Stellung als neutraler, und zwar dauernd neutraler, bewaffnet neutraler, integral neutraler Staat leisten kann. Das gibt nicht viele Staaten, die das können. Habe ich vor einem halben Jahr mit dem Präsidenten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gesprochen. Er hat gesagt, das ist die große Stärke des Internationalen Roten Kreuzes, dass sie in der Schweiz einen Sitz hat und eben immer darauf hinweisen kann. Und das steht in der Initiative. Dieser Zweck müssen wir nutzen und können wir auch. Und jetzt die humanitäre Hilfe. Was ist das? Das muss man immer aufpassen. Es wird da schnell etwas humanitär gesagt. Ich bin aufgewachsen an der deutschen Grenze, 1940 geboren. Auf der anderen Seite, also in Laufen am Rhein, von auf der anderen Seite der Schweiz, sahen wir das deutsche Gebiet. Diese Gemeinden haben während dem ganzen Krieg Nahrungsmittel in diese deutschen Nachbargemeinden geschickt, weil dort die Kinder praktisch verhungert sind. Und das ist doch kein Widerspruch zur Neutralität. Wenn einer kommt und sagt, ja, warum habt ihr das nicht auch beim Gegner gemacht, nämlich bei den Amerikanern, die waren nicht an unserer Grenze und sie waren auch nicht am Verhungern. Und wenn man sagt, die internationale Gemeinschaft uns versteht jetzt im Moment nicht mehr, was wir machen mit der Neutralität. Wie war es dann im Zweiten Weltkrieg? Neutral heißt, niemand ist beliebt. Man ist nicht auf der Seite von sich selbst. Die Amerikaner hatten nie Verständnis für Neutralität. Churchill hatte großes Verständnis für die Neutralität, weil er gesagt hat, mir kommt es darauf an, ob ihr eure direkte Demokratie, also gegen die Diktatur, verteidigt habt und die Freiheit, ihr habt keine andere Lage. Wie haben die Deutschen während des Krieges gespottet über diese Neutralität? Das ist ja verständlich. Wir müssen nicht beliebt sein, aber respektiert. Und darum müssen wir einigermaßen konsequent sein. Und ich bin überzeugt, dass sich das auch durchsetzt. Als Bundesrat hatte ich nie Mühe, im Ausland die Neutralität zu erklären. Ich hatte nie Mühe. Am Anfang heißt es immer, ja, aber ihr seid nicht in der UNO und so weiter. Wenn man das erklärt, die Besonderheit des Staates und die Geschichte, dann wird es begriffen und estimiert. Ob es geliebt wird, weiß ich nicht, aber darauf können wir auch verzichten. Nur eine Fußnote. Nur eine Fußnote, was Churchill sagte, war nach dem Krieg im Kalten Krieg. Die Schweiz hat zu Beginn des Zweiten Weltkrieges der ganzen Staatenwelt ihre Neutralität erklärt und die ganze Staatenwelt hat das akzeptiert. Kein Staat, 1939, kein Staat hat dagegen Anspruch erhoben. Ja, vor dem Krieg. Ja. Frau Ometi, Christoph Blocher wirft Ihnen vor, eben, Sie würden nur auf Druck von außen reagieren. Ja, nicht Druck. Ja. Nein, von innen. Innen und außen. Also von Amerika haben Sie gesagt, von der internationalen Gemeinschaft. Es geht Ihnen darum, dass das Image der Schweiz besser werden. Sie würden es nicht aushalten, dass man das erklären muss. Wie sehen Sie das? Nein, mir geht es nicht um das Image der Schweiz. Mir geht es um unseren Wohlstand. Und den verdienen wir halt nun mal im Binnenmarkt. Und zwar in den zwei größten Binnenmärkten, dem nordamerikanischen und dem der Europäischen Union. Das ist Fakt. Und mir geht es darum, dass wir eine sichere Schweiz haben und die ist nun mal auf internationale Kooperation angewiesen. Wie gesagt, unsere Armee, die hält höchstens 2 Wochen und auf diese 2 Wochen möchte ich es sicher nicht darauf ankommen lassen. Aber was hat der Binnenmarkt genau damit zu tun, mit dem Mitmachen bei Schauen Sie, der Binnenmarkt bildet die sozioökonomische Grundlage für den Frieden. Und weil nichts so die Freiheit erodiert wie Krieg, nämlich nicht Frieden, erodiert es auch unsere Sicherheit. Aber der Binnenmarkt ist ja nicht im Krieg und es hat auch, also ich verstehe es nicht, wir haben keinen Marktzugang mehr, wenn wir nicht mitmachen bei den Sanktionen? Sie, oder? Das ist doch einfach Theorie. Schauen Sie, also ich bin das Leben lang Exportunternehmer in diese Märkte. Wir verkaufen Produkte, weil die Produkte gut sind
Wir estimieren auch die Rechte des Binnenmarktes, aber schauen Sie, Herr Blocher, jetzt zu meinen, wenn Sie mitmachen in der Ukraine, den Kampf führen und sagen für die internationale Ordnung, das ist die Sicherung des schweizerischen Binnenmarktes, ist das Dummheit. Das habe ich auch nicht gesagt. Was haben Sie dann gesagt? Ich habe gesagt, dass der Wohlstand gründet auf der Teilnahme des Binnenmarkts und die Sicherheit gründet auf Kooperation. Aber es sind beides internationale Kooperationen, die den Wohlstand und damit die Sicherheit und die Freiheit der Schweiz sichern. Und Sicherheit besteht auch nicht nur aus Panzern und so weiter und so fort. Sie besteht auch aus Komponenten, die wir in unsere Infrastrukturen einbauen. Unsere digitale Infrastruktur, unsere Cyberinfrastruktur. Und da können Sie nicht einfach chinesische Komponenten einbauen, weil sobald Sie eine chinesische Komponente eingebaut haben, haben Sie auch die chinesische Ideologie eingebaut und damit haben Sie auch Ihre Unabhängigkeit ein Stück weit aufgegeben. Und davor möchte ich Sie warnen, Herr Blocher. Wer hat dann Ihre Kampfbluse gemacht? Das wissen Sie auch nicht, ob die nicht aus China kommt, da. Ihr Kampfkleid. Wir hoffen es nicht. Jetzt Abschlussrunde. Die NZZ hat gesagt, es gäbe bei dieser Frage nur Fundamentalisten oder Schlaumeier. Herr Blocher, sind Sie ein Fundamentalist oder ein Schlaumeier? Also, ich bin gegen die Schlaumeierei. Gleichgültig, ob ich einer wäre oder nicht. Aber für die Glaubwürdigkeit der Neutralität ist die Schlaumeierei abzulehnen. Und in Notzeiten, wo man immer auch etwas macht, vielleicht wo nicht ganz richtig ist, alles, was man macht, ist falsch, das kann passieren. Aber jetzt haben wir die Auflösung der Neutralität, und zwar als Programm der Mehrheit des Parlaments und des Bundesrates. Und das darf nicht sein, und das kann in der Schweiz nur die Bevölkerung verhindern. Darum schaffen Sie Bundesunterschriften für die Initiative, dann gibt es eine Volksabstimmung. Dort haben wir guten Boten, besseren als noch beim EWR, und dort haben wir auch gewonnen. Thierry Burkhardt, Fundamentalist oder Schlaumeier? Ich bin Fundamentalist, wenn es um die Frage der Neutralität geht. Ich bin der Auffassung, wir brauchen die Neutralität für die Sicherheit unseres Landes. Wir brauchen aber die bewaffnete Neutralität. Das heißt, wir brauchen eine starke Armee, dass wir die Neutralität auch schützen können. Das heißt, wir müssen investieren in die Armee, mehr investieren. Diejenigen, die da sagen, 5 Milliarden an die Ukraine geben und Kinderkrippen finanzieren und so weiter, sind dieselben, die dann sagen, bei der Armee hat es aber nicht genug Geld dafür, dass man etwas mehr investieren muss. Also eine starke Armee. Aber zum Schutz der Neutralität. Aber zum Schutz oder der Unterstützung der bewaffneten Neutralität auch eine starke Rüstungsindustrie. Und da habe ich einen Dissens in Bezug auf die Wiederausfuhr. Ich meine übrigens, wenn zu Recht gesagt worden ist, es ist immer irgendwo Krieg, dann könnte man dieses Gesetz nie anpassen. Ich glaube, es wäre jetzt der Zeitpunkt dafür, dass man es könnte. Abschließend möchte ich aber einfach Folgendes sagen. Wir haben zum Thema grundsätzliche Neutralität, zur Aufrüstung der Armee und eigentlich auch immer gegen die Linken im Zusammenhang mit der Verengung der Möglichkeiten unserer Rüstungsindustrie immer zusammengearbeitet. Besinnen wir uns doch wieder darauf, haben wir einverstanden, eine unterschiedliche Auffassung bei der Wiederausfuhr, aber lassen wir uns den Keil der Linken nicht so stark hineintreiben, dass wir für das andere nicht gemeinsam weiterhin kämpfen können. Frau Ametti, Fundamentalistin oder Schlaumeierin? Wenn es um die Freiheit geht, bin ich klar Fundamentalistin. Und wir schützen unsere Freiheit nicht, indem wir mit Russland kuscheln, so wie es der Europa-Dossier-Verantwortliche der SVP macht. Also sicher, sehen Sie, ich werde nicht hässlich, wenn sie das sagt. Sie kann über mich sagen, was sie will, weil in dieser Sache nehme ich sie nicht ernst. Herr Villiger. Ich bin weder Fundamentalist noch ein Schlaumeier. Und ich finde, das ist bei allem Respekt, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber bei allem die Respekt. Die NZZ, nicht der Nebelspalt. Ich finde, das ist eine Vereinfachung. Ich bin Jurist, ich bin Völkerrechtler. Ich habe Ihnen gesagt, was das Recht sagt. Ich habe Ihnen auch die Freiräume aufgezeigt im Bereich der Neutralitätspolitik.
Und lachen wir nicht über das Recht. Ich sage es noch einmal, was Max Huber, der große Schweizer Völkerrechtler im Ersten Weltkrieg, sagte. Für den kleinen Staat, der kleine Staat ist am stärksten in seinem guten Recht. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich übergebe zurück.